Ups. Und da ist auch schon das nächste Mal. Wir gehen gerade zur Fabrik. Also ich gehe gerade zur Fabrik, ihr guckt zu. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nier Automata. So, wir haben hier ein paar Aufgaben, zwei Stück, um genau zu sein. Eine können wir, glaube ich, annehmen, diese mit dem Zwillingspaar. Und irgendwie müssen wir doch auch eine Maschine hier finden oder irgendein Maschinenteil zumindest. Und wir werden an dieser Stelle einmal doof reingucken. Ach, da hinten. Okay, da ist der Automat. Zack, wir werden unsere E-Mails mal lesen. So, nur ein Scherz. Was? Erinnerst du dich an die Nachricht über die Jupiter-Wasserei, die ich dir geschickt habe? Die Mädels von F&D haben es für mich gemacht und ich habe die schlechte Nachricht zu Gesundheit, Arbeit und Liebe bekommen. Aber da ist mir etwas klar geworden. Das Zeug ist ein Haufen okkulter Mist. Ich meine, wie soll man sein Schicksal erfahren, indem man einen anderen Planeten beobachtet? Lächerlich! Ich werde mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das ist ohnehin das wahre Verlangen jeder Yorha-Frau. Habe ich recht? Haha, Operator 60. Okay. Menschheitsrat, vorgesehene Korrespondenz 2. Achtung an alle Androiden. In den letzten Jahren haben wir immer wieder Berichte erhalten, laut denen unter den Maschinenwesen diese seltsamen Einheiten gesichtet wurden. Des Weiteren haben wir beunruhigende Berichte gehört, dass sich Feinde den Androiden unter einem sogenannten Banner des Friedens nähern. Lasst euch nicht täuschen, die Mission aller Androiden lautet, den Feind zu zerstören. Ehre der Menschheit. Ich kann dem einfach nicht glauben, es ist einfach so. Ich kann nicht die ganzen... Also ich bin einfach vom Mensch aus so, wenn sich jetzt mir jemand ergeben würde, ich... Keine Ahnung, solange... Ich könnte einfach nicht. Warum sollte ich einen Haufen Roboter niedermetzeln, die doch gar keinen Bock darauf haben, zu kämpfen? So, okay. Das ist merkwürdig. Warum ist das Gebiet denn da hinten orange und nicht... Warte mal, ich muss mal auf die Karte gucken. So. Tja. Ein Wanderspaar. Hier ist irgendeine Aufgabe. In der Fabrik auch noch. Oh mein Gott. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal durch die ganze Fabrik latschen. Aber vorher, hier muss doch irgendwas sein, hier hinten, wo es orange ist. Hm. Verbindung zum Netzwerk wird aufgebaut. Hier liegen wahrscheinlich jetzt wieder ein paar tote Roboter rum. Wir gucken uns mal... Ah, da liegt doch was. Nee, das ist es nicht, das war nur ein Bernstein. Glory to Mankind. Okay, liegt hier irgendwas? Das war ein paar aktualisiert. Das war's doch. Sehr schön. Und abermals in die Fabrik, um irgendwelche Aufgaben zu lösen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem... Wie die Waffen hier funktionieren oder wie sich damit kämpfen lässt. Denn in der Fabrik werden wir wahrscheinlich wieder angegriffen werden. Badam, badam. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Immer noch gesperrt. Es ist laut hier drin. Okay, die können wir ruhig ohne Schwierigkeiten angreifen. So, kämpfen wir mal mit der Lanze. Und schon wieder liegt da jemand tot rum. Die Lanze ist eigentlich eine coole Stichwaffe. Au. So, zerstört. Okay. Mal gucken.
irgendwo hier auf der Karte wird uns auch noch angezeigt, dass wir da zu den Punkten müssen. Aufgaben sammeln. Nur wo? Zumindest sind die lieben Roboter hier kampfbereit. Das heißt, wir können ein bisschen EP sammeln. Oh, okay. Weiter geht's. Und schon wieder. Ich weiß, es ist jetzt. Wir sind schon so oft hier drin gewesen. Ich hoffe, ihr nimmst du jetzt nicht übel. Ich will das laufen lassen. Oder ich cutte es ein bisschen zusammen, falls. Moment. Hä? Geht's da unten durch weiter? Wartet mal. Da muss ich mal kurz nachchecken. Hier ist ja wirklich was. Okay. Etwas Verstecktes. Hier war ich noch nicht. Das ist neu. Oh, hi. Ach, super, eine Abkürzung. Yeah, die Abkürzung. Wir haben sie geschaffen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Das hier ist eine Abkürzung. Die Kiste ist noch zu. Aber ich muss diese komischen, doofen Punkte finden. Die Aufgaben hier drin. Deswegen muss ich den ganzen Weg leider nochmal latschen. Wow. Nur um sicher zu gehen. Das ist doch hier, oder? Wir bewegen uns jetzt in die Dings rein. Und hier sind Aufgaben. Ich muss die auf der Minikarte wirklich suchen und drauf achten. Yay! Laufen. So. Da kommen wir nicht rein. Nicht pausieren. Ich guck mal kurz, ob das... Okay, nein, das ist... Da geht's zurück raus. Wir bewegen uns, glaube ich, schon drauf zu. Scheint wohl weit unter der Fabrik zu sein. Ein paar Schrauben. Die Schrauben sind, glaube ich, nur Geld und so. Defekter Schlüssel erhalten. Ja, nice. Aua, fast jetzt kaputt. Oh, hi. Oh, da liegt doch wer. Aber nach bestem Ermessen scheint es doch hier irgendwie... weiter in die Richtung zu gehen, oder? Wartet mal, wisst ihr, was ich meine? Also ich sehe doch, dass es da... Moment, ich gehe mal wieder hoch. Ach, alles klar, deswegen... Ich verstehe. Okay. Tut mir leid, ich habe mich vertan. Ich dachte, wir kommen dann durch so einen Geheimgang. Aber in dem Fall ist es nicht so. Da waren wir schon mal. Zack, Kupfererz erhalten. Und hier ist es so laut, dass man die Musik gar nicht mehr hört. Oh, hallo. Oh, super. Also auf dem Zwischenweg hier ist nichts, aber wir haben hier die Abkürzung geschaffen. Wo ist denn jetzt verdammt nochmal? Direkt neben uns quasi. Leider gibt es da keinen Weg runter. Aber da gibt es einen Weg runter. Oh Mann. Na toll, also nicht viel Geld erhalten.
Wo kommen wir jetzt her? Okay, sehr gut. Oh, what? Hier ist noch eine Kiste gewesen. Da oben auch. Dass sie mit ihren Schuhen hier nicht irgendwo drin hängen bleibt. Okay. Der Weg ist mir aber neu. Ich fall jetzt einfach mal runter und guck, was da ist. Ach, okay. Das ist der Anfang, der Ananfang. Ja, ist es. Und auch hier ist keine neue Aufgabe. Keine Ahnung, scheint nicht hier drin zu sein. Okay. Tja, dann also ein kurzer Cut und wir rennen wieder raus. Okay, wieder draußen und zurück nach irgendwo. Mal schauen, was als nächstes hier als Quest auf uns wartet. Moment, wir müssen darunter. So, zack. Und wieder zurück am Automaten unten. Also war da drin nichts mehr. Ich habe nichts gefunden. Dementsprechend sind die Teile wohl irgendwo anders. Die Gebiete, die wir da noch erforschen müssen. Ich gucke mich mal hier draußen um. Da drin ist doch eine Leiter, oder? Vielleicht später? Oder hier hoch? Ne, da tut sich nichts. Einmal, um ganz, ganz sicher zu gehen, schaue ich mich hier unten nochmal um. Da ist aber auch nichts. Nichts, das irgendwie von irgendeiner Bedeutung wäre, dass wir da durchkommen würden. Nope. Alles klar, Sackgasse. Da ist auch nichts. Na gut, dann wollen wir mal weiter. Nächster Punkt, Wüste. Auf zur Wüste. Da gibt es auch noch ein paar kampfbereite Roboter, die uns angreifen. Das heißt, das ist einfach Verteidigung, Notwehr. Lalalala. Speichern möglich. Ha, was? Was war das denn? Ich wollte mich eigentlich an meinem Pott festhalten. Warum bin ich auf die Fresse geflogen? Das sah sehr elegant aus. So, wenn wir in die Richtung weiterrennen, müssten wir eigentlich zur Wüste kommen. Werden die mich angreifen? Ja, sie greifen an. Okay. Bam, aua. Putz. Kaputt. Da in der Ecke liegt nichts mehr. Da vorne an der Ecke ist irgendetwas. Sehr gut. Da vorne an der Ecke, ich glaube, das ist da oben, ne? Schauen wir mal, dass wir hochkommen. Irgendwo hier müsste ein Auf... Ja, da haben wir noch den Weg hoch. Oh. Wie komme ich denn darüber? Nein! So ein Mist. Hallo? B2, gib dir mal Mühe. Na also. Okay. Da oben ist einer. Müsste ja theoretisch von hier gehen. Von da ganz oben, um genau zu sein. Hm. Oh, was ist denn hier los? Ist das ein...
große Erweiterung erhalten. Muss ich die irgendwie benutzen? Okay, nee. Aber wir werden darüber fliegen können, bestimmt. Verdammt! Es muss doch eine Möglichkeit geben. Ich habe da oben den Roboter drauf gesehen. Ich meine, ich habe mich jetzt doof angestellt, glaube ich. So, wir machen es so. Noch einmal. Ich werde diesmal... ein bisschen Anlauf nehmen. Und zack, zack. Haha. Wow, was geht ab, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Ich wollte nicht kämpfen. Der ist Level 20. Okay. Vater Servo. Hey, gar nicht übel. Überhaupt nicht übel. Okay. Ich bin der Kriegsmönch Vater Servo und ich suche den Pfad der Erleuchtung durch Perfektion im Kampf. Vater Servo? Doch leider kann Vater Servo alleine nur furchtbar wenig erreichen. Wärst du vielleicht so gut, einen Gleichgesinnten auf seiner spirituellen Reise beizustehen? Ich bin mir nicht sicher, ob man einen Maschinen beim Kampftraining unterstützen sollte. Was springt dabei heraus? Vater Servo wird dir all seine geheimen Kampfkünste vermitteln. Ich weiß nicht, wie du. Das ist ziemlich suspekt. Was meinst du? Dem Himmel strahlt heute auf Vater Servo herab. Nun, dann lasst uns mit dem leichten Sparring-Runden beginnen. Was? Geschafft. Das reicht, Vater Servo gibt auf. Du Servolenkung. Ich glaube nicht, dass der Typ ganz so hart ist, wie er vorgibt. Naja, zumindest war das eine Übung. Nett? Ja nun, gut für dich. Also dann, als Bezahlung für diese Lektion musst du Vater Servo einen gebogenen Draht bringen. Was? Hör mal, vorher hast du aber nichts davon gesagt, dass... Wir haben trainiert, oder? Du hast viele Dinge gelernt, oder? Dann kann ich wohl sicherlich eine Vergütung erwarten. Dieser Typ ist echt unverschämt. Ein gebogener Draht müsstest du von den dinosaurierartigen Maschinen in der Nähe besorgen können. Dinosaurierartigen, was? Bring sie mir bitte bevor uns die nächste Einheit, wenn du freundlich bist. Ausgezeichnet, jetzt können wir mit einer neuen Trainingseinheit beginnen. Ging an Gebühr natürlich, natürlich. Aufgabenbelohnung, Waffenchip, kleine, und, okay. Robo-Dojo, weißer Gürtel abgeschlossen. Und jetzt? Verdammt, Vorbereitung beschäftigt. Kommt später wieder. Alles klar, wir haben dafür nette Items bekommen. Sehr nett. Moment, hat er irgendwas hingelegt? Ja. Wir wollen das Geld ja nicht liegen lassen. Juhu, nette Kombis. Okay. Und los geht's. Oh, Moment. Ach nein, das ist immer noch Vater Servo da oben auf dem Dach. Aber da können wir aktuell nichts machen. So, hier lang und da wären wir. Leave me alone, jackass. I can't deal with your weird hobbies anymore. Look, I care what you think, jerk. Hm? Aufgabe. Ach, Hallöchen.
Hör zu, ignoriere diesen Typ einfach. Der egoistische Dummkopf will nicht mit mir arbeiten. Also, ich erstelle eine Studie über die verschiedenen Erregungsebenen von Androiden im Kampf. Okay. Um sichere Ergebnisse zu erhalten, muss ich aber den Kampfdaten der neuesten Modelle erfassen. Also, was meint ihr? Gut, oder? In Ordnung, gut zu wissen, dass nicht jeder hier ein rückgratloser Schrotthaufen ist. Hier entlang, mir nach. Unterwegs. Alright, see that jerk over there? I need you to get combat data for him. Science will pay you back for this, I promise. Now, fight! Da ist wirklich jemand gestorben. Jetzt verstehe ich. Ich dachte die ganze Zeit, hier wäre irgendwer. Ups. Das erklärt, wie der hier sterben konnte. Tony, Greyliner, 108. Ja, Bergen. Okay, und noch jemand. Die sterben ja hier wie die Fliegen. Und weiter bergen. So, da, bitteschön. Forschung abgeschlossen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das war großartig. Hey, wusstet ihr, dass das Kampffieber der Androiden tatsächlich dem Gefühl menschlicher Liebe sehr ähnlich ist? Was? Wenn wir also die alten Aufzeichnungen der Menschen verstehen wollen, müssen wir nur Fäuste fliegen lassen. Das gibt den ganzen Sachen doch gleich einen romantischen Touch, findet ihr nicht auch? Sehr schön, Stufe 13. Hm, ich habe noch immer nicht genug Daten. Ich könnte... Ja, okay. Genau. Oh, jetzt geht's los. Autsch. Dürfen wir uns nicht treffen lassen, oder was? Okay. Und wir haben uns nicht treffen lassen. Ja, ich liebe euch Yoha-Typen. Echt jetzt, seht euch nur all diese Daten an. Apropos Yoha-Typen, ich bin etwas überrascht, dass ihr geistig so begabt seid. Ich dachte, Kampfmodelle seien etwas beschränkter. Weniger denken, mehr töten und so. Um ehrlich zu sein, erscheint es mir ziemlich sinnlos, euch mit irgendwelchen Intellekten auszustatten. Hm. Mittlere Erholung und wieder Erfahrung erhalten. Mehr Daten, ich brauche mehr Daten. Okay. Hast du immer noch nicht genug? Was ich. Mag dich, okay. Alles klar, oh mein Gott, jetzt geht's los. Oh mein Gott, ich sehe nichts mehr. Na also. Ist das so eine Art Arena-Quest jetzt aktuell? Heiliges Stück Schrott am Stiel, also das sind mal Daten. Hier, seht ihr diese Reaktion? Sie beweist, dass Android-Gehirne einen Algorithmus enthalten, um im Kampf Vergnügen empfinden zu können. Andernfalls hätten wir vermutlich schon lange aufgehört zu kämpfen. Was für eine brutale, wirkungsvolles Stück Evolution. Gut, möglich. Gut möglich, dass dies in einem baugleichen Lustzentrum des menschlichen Gehirns verankert ist. Mann, diese Fleischbeutel waren so schon was. Okay, komm, bitte keinen... Ich brauche noch ein paar winzige Daten. Und dieser steht, sieht aus, als hättet ihr gerade nichts zu tun. Na, toll. Oha, was ist denn da los? Wow! Okay. Requested mission completed.
gerade noch in der Zeit geschafft. Verdammt nochmal, verdammte Wahnsinnshölle. Wisst ihr, was ihr gerade entdeckt habt? Was ich gerade entdeckt habe? Die Erregung im Kampf spüren, die wir im Kampf spüren, wird unsere Schaltkreise von einem Chemikalie erzeugt, die Vergnügung auslöst. Gut, ich glaube, ich habe die Substanz analysiert und eine Droge verwandelt, die unsere Kampfleistung steigern. Laut Fortschritte und das alles dank euch, seht ihr, ich habe euch gesagt, dass Wissenschaft wunderbar ist. Wie auch immer, ihr könnt auf dieses Droge, ihr könnt euch auf diese Droge freuen, sobald sie synthetisiert habe, gehört sie euch. Okay, komm, keine weiteren Kampfdaten mehr. Wir haben es geschafft. Knallkopf, danke. Ein kommt diese Droge, bla bla. Sehr schön. Okay. Stolper. Zurück in die Wüste.